Und moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains and Worlds 285, das erste Szenario und das einzige Szenario, was wir hier auf der Taranta-Rampe mitgeliefert bekommen, wollen wir heute spielen. Und das ist die Doppeltraktion. Einmal rein da ins Abenteuer. 185, endlich mal wieder was, wo ich eine Ahnung von habe. Oder zumindest so tue, als ob. Aber jetzt wollen wir mal gucken. Also ich weiß schon so ein bisschen, was passiert. Erste Aufnahme ist nämlich schief gelaufen. Ich habe vergessen, den Lautsprecher wieder auf meine Kopfhörer zu ändern, weil ich meiner Tochter vorher einen Trailer von einem Film gezeigt habe, wo sie gleich mit der Mama ins Kino geht. Habe ich halt vergessen. Also, willkommen in Dresden, Altstadt, Güterbahnhof. Das Wetter ist schlecht. Daher müssen wir auf dem Weg nach Freiberg in Sachsen vorsichtig sein und eine zweite Lokomotive anhängen. Also, wir fahren mit der Doppeltraktion einmal den Berg hoch. Ja, ergibt auch Sinn, wenn man den Szenariennamen nachgeht. Und jetzt haben wir erstmal die Batterie anmachen. 1, 2, 3, 4, 5. So, passt. 5-Sekunden-Regel hier an der Stelle. Den Richtungswender. Dupp. Dann warten wir, bis die Bremsen aufgelöst sind. Das haben wir in der Einführung heute schon gelernt. Störung ist mal ganz schlecht. Aber zumindest die Originalstimme verbaut hier. Sehr gut. Ne, den wollen wir noch gar nicht nach vorne machen. Das wollen wir eigentlich auch noch nicht. Ey. Ah. Warten wir erstmal auf den Bremsdruck. So. Die beiden wollte ich anmachen. Und den Scheibenwischer können wir vielleicht auch schon mal anmachen. Ein bisschen Regen haben wir dann doch. So, jetzt haben wir Bremsdruck. Stromabnehmer hoch. Strom haben wir. Hauptschalter ein. Und Spitzensignal auf reduziert stellen. Warum er das immer von mir will, verstehe ich immer nicht. So, lösen Sie die Federspeicherbremse. Die ist hier hinten auch noch verbaut. Leuchten tut die leider nicht. Normalerweise würde die im angelegten Zustand leuchten. Ich weiß nicht, warum sie das hier nicht tut. So, und dann richtet man da auf vorwärts. Bremsen den lösen. Zack, bumm. Und auf geht's. So. Wird sich mit Halt erwarten. AL-Signale ja hier teilweise noch verbaut auf der Strecke, ist ja bekannt. Aber zumindest fahren wir erstmal als Zugfahrt aus. Das Ganze müssen wir quittieren. Man wird aber auch gleich irgendwo ein 500-Hertz-Magnet kommen, auf den wir achten müssen. Und da wir noch im Wechselblinken sind oder die 25, bitte bremsen, sonst stehen wir. Und da ist der 500er. So, dann haben wir immer noch Halt erwarten. Jetzt aber in Ausführung eines KS-Vorsignal-Wiederholers möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Das ist ein Vorsignal als Wiederholer. Also hier ein ziemliches Mischmasch mit den Signalen am Dresdner Hauptbahnhof, aber das ist ja inzwischen bekannt. Aus Dresden-Riesa. So, dann stehen wir hier. Jetzt können wir die erste Funktion ausprobieren, von der ich ja ausging, dass sie hier nicht funktioniert, weil ich nicht dran gedacht habe, dass wir in der Einführung sind. Und zwar sollen wir den Fahrdienstleiter kontaktieren. Zack, bumm. Und das funktioniert hier mit dem Löckli wunderbar. Können wir die direkte Bremse lösen. Und jetzt können wir nochmal was testen. Hat die Railpool 185 eine Befehlsfunktion? Einmal vorne aufs Display achten, ob der Leuchtmelderbefehl 40 jetzt leuchtet. Ich drücke die Befehlstaste. Und Befehl 40 funktioniert. Wunderbar. Das ist eine Funktion, die mir bei den meisten Fahrzeugen aktuell noch fehlt. Und dann rangieren wir mal vor zu unserem Zug. Der ist noch 600 und ein paar Meter weg. Ganz gemütlich nach da vorne. Ein bisschen zu schnell am Rangieren hier.
Müssen ja immer noch damit rechnen, dass irgendwo 500 Herzmagneten liegen könnten, unter Umständen. Das immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr als Rangierfahrt irgendwo durch die Gegend fahrt und auf ein Hauptsignal irgendwo sein könnte, dann wird dort auch in den meisten Fällen zumindest mal ein paar von 500 Herzmagnet liegen. Und wenn ihr den natürlich mitnehmt, dann ist für euch auch Schicht im Schacht. Dann habt ihr eine Zwangsbremsung. Und im Bahnhof heißt das Fahrdienstleiter anrufen, fragen, ob man vorziehen darf. Als Zugfahrt natürlich, als Rangierfahrt. Naja, einfach weitermachen. Ah, noch Traktionssperre drin. Ja, da können wir ruhig rangieren hier. Geht ja leicht bergauf. Und da vorne ist dann unser Güterzykli. Das war aber sehr gut drauf gefahren. Besser als das, was ich mit der V60 gestern gemacht habe. Dann kuppeln wir das Ganze an, stellen uns unsere Lokomotiven ein. Zack, bumm. Gehen hier nach oben. Machen da mal die den Zugschluss aus, der da eingestellt ist. Dann haben wir hier soweit alles erledigt. Ey, wieso ist jetzt da die Zugspitze an? Ah, hat der Kollege hier vorne alles angelassen. Frechheit. Hier mal Energie sparen. So, jetzt sollte das alles passen. Jetzt müssen wir die Lokomotive hier natürlich noch fertig machen. Also, wir machen mal als erstes mal die Zugspitze aus. Dann Richtungsfenster auf. Nee, PZB und Sichtfunk müssen auch noch ausmachen. Ganz wichtig, ne? Beim Führerstandswechsel, dass ihr das immer ausmacht. So, den Leistungsregler, den habe ich noch auf an, anscheinend. Jawohl. So, den in lösen, ganz wichtig. Sonst löst er auf der anderen Seite nicht. Und den Scheibenwischer machen wir noch. Gut. Dann haben wir den Führerstand auch abgerüstet. Wir gucken, zwei UIC-Kabel sind hier verbaut. Wieder ein Lokführer sehr vorsichtig. Im Fall bin ich ja der Lokführer. Gut, dann rüsten wir die Karre auf. Dann da rein, zack, bumm. Der Hauptschalter rausgeflogen. Störung. Störung. Uncool. Aber guck mal, steht vorne weiter aus. Hauptschalter. Das ist wohl mal ein Fehler, ne? Würde ich jetzt behaupten. So, wir legen die direkte Bremse mal an, bevor wir hier irgendwo anfangen hinzurollen. Machen den Scheibenwischer an. PZB 1112,6 Tonnen. Das heißt, wir können in der mittleren Zugart ganz beruhigt fahren. Ausfahrt steht auch schon. Und ich bin ja bekannt dafür, dass ich eine faule Sau bin. Deswegen fahren wir mit der AFB. Und dann geht das los hier. Einmal mit 40 raus aus Dresden Hauptbahnhof. So, dann werden wir mal die Lokomotive so ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen. Es gibt nämlich eine Funktion, die wir als allererstes gleich prüfen werden. Das ist nämlich, ob das Ding ein Zuglängenmesser hat oder ob sie das vergessen haben einzubauen. Einige Lokomotiven haben das. Bei den 185ern ist das so ein bisschen Mischmasch. Die eine hat's, die andere hat's nicht. So, bei der Doppeltraktion, ganz wichtig, immer so ein bisschen dran denken, dass ihr jetzt 8 Fahrmotoren habt, das heißt, ihr habt 600 kN Zugkraft zur Verfügung. In der Realität wäre es jetzt so, dass ich die volle Leistung gar nicht ausschöpfen würde mit den Lokomotiven, weil die Zughaken maximal 440 kN zulassen, laut Regelwerk. Es sind natürlich mehr, aber in Deutschland dürfen wir mit maximal 440 kN an den Wagen rumziehen. Deswegen da immer im Hinterkopf behalten, ihr habt jetzt 8 Fahrmotoren zur Verfügung. Und ist die Frage, ob man das jetzt hier sehen würde. Ja, hier sieht man nur die 4 von der Lokomotive. Normalerweise würde man jetzt hier die Kilonewton angezeigt bekommen. Ihr könnt das aber auch ausrechnen, ne? Wenn ihr hier 10 Kilonewton habt, das Ganze müsst ihr mal 8 nehmen. Also habt ihr dann 80 Kilonewton schon an Zugkraft. Bei der 185. So, dann fahren wir nach Freiberg am Sachsen. Wir gucken uns kurz unseren Terminplan hier an.
Ich habe vergessen, die Abfolge hier einzuhalten. Machen wir die Zugspitze mal an und das Fernlicht machen wir aber aus. Das ist mir sonst zu hell. So, da fährt er mit seiner Doppeltraktion. Die fand ich vergessen. Und da haben wir jetzt eine 70. Jetzt probieren wir den Zuglängenmesser mal aus, ob der funktioniert. 450 Meter haben wir. Also die Aufgabenliste ist relativ kurz hier in dem Szenario. Zuglängenmesser haben wir anscheinend nicht. Ach doch, warte, da kommt die 70. Dann hören wir es doch jetzt gleich. Nee, kein Zuglängenmesser da. Wir haben keine Zuglängenmesser. Schade Schokolade. Muss man wieder selber arbeiten. Ja, es war mir klar, dass du jetzt durchdrehst. Geh mir nicht auf den Sack. Aber ja auch übertrieben. Gut. Auf geht's nach Freiberg. Und ein bisschen Leistung wegnehmen. Da wollte er sich wieder verschlucken, der Kollege. Haben wir die Erfahrungspunkte oben weg. Sorgen nämlich öfters mal für einen kleinen Ruckler, wenn da Punkte aufgezählt werden. So, jetzt habe ich nochmal einen Fehler entdeckt gerade. War auf unsere kleinen Tipps. Also erstens mal finde ich es peinlich, dass so ein Ding hier überhaupt hängen muss. Dass man hier quasi das Aufrüsten erklärt. Lustigerweise steht hier aber 185.2 und wir fahren hier mit einer Punkt 6 durch. Und ihr seht jetzt schon, wir kriegen die Leistung jetzt schon nicht auf die Schiene. Wir haben erst 12 Promille. Aber wir sind auch nicht sehr schwer. Also ich würde bei 1176 Tonnen, wenn ich jetzt die 84 Tonnen, die eine so eine Lok wiegt, abziehen würde nochmal, dann wäre ich unter 1100 Tonnen. Das heißt, also ich wäre da mit einer Lok hochgefahren, auch bei dem Wetter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist bei 20 Promille, die man kurzzeitig mal irgendwo hat, ist das eigentlich kein großes Problem. Wir haben zumindest mal den Zuglängenmesser jetzt schon mal ausgeschlossen. Sonst hätte ich den nämlich nutzen können. Vielleicht machen wir hier so ein bisschen runter, so ein bisschen... komme ich hier auch auf 21% komme. Da kommt nämlich mein innerlicher Monk immer so ein bisschen raus. Bei mir müssen die Sonnenblenden auch in der Realität immer auf derselben Höhe sein. Das ist eine Macke von mir. Das ist, wie gesagt, das ist der innerliche Monk, der dabei zum Vorschein kommt. So, dann kann er weiter beschleunigen. Dreh ich schon mal die 100 auf der AFB ein. Eieieiei. Hat Morgan nicht. Wofür steht H? Jetzt selber nachgucken. Auf der Karte. Wo denn? Da sind wir irgendwo. H steht für... Steht ein H? Muss ich selber mal nachschauen im Streckenbuch von der Strecke. Noch mal ein bisschen Leistung. Hat eigentlich mit T gerechnet für Tarant, aber weiß nicht, wofür H steht. Keine Ahnung. Vielleicht weiß es ja einer von euch und kann es in die Kommentare schreiben.
Aber wahrscheinlich steht das hier für das dritte Gleis oder so. Kann ja auch sein. Und mit der Doppeltraktion keine Probleme hier den Berg hochzukommen. Eine Doppeltraktion ist schon was Schönes. Bisschen nervig für einen Lokführer teilweise, weil man die Dinger halt eben auch immer zusammenklöppeln muss. Ist in gewissen Situationen ein bisschen, ein bisschen blöd, wenn man die Zeit dazu eigentlich nicht hat, so eine Lok dann abzukuppeln, wegzufahren und dann wieder auf den Zug zu gehen, um den Zug dann weiterzufahren. Aber das wird dieses Jahr nochmal auf mich zukommen, weil wir zweimal Umleiter über Singen fahren anscheinend, nach meinem aktuellen Wissensstand. Einmal, wenn in Rastatt der Tunnel aufgemacht wird, um die Tunnelbohrmaschine rauszuholen, und das andere Mal wird wohl der Oberbau gemacht, irgendwo am Rhein. So, sind wir eigentlich ein reinrassiger Zug, ja. Könnte man nämlich jetzt mal eigentlich auch nochmal hier kurz mal herausfinden. Ah, wir sind kein reinrassiger Zug. Okay, wäre jetzt natürlich die Frage, ob wir jetzt Wagen hätten, die keine 120 fahren dürfen. Aber das könnte man ja mal kurz hier gucken. Ah, wir haben gar keine Anschriften hier. Warum nicht? Haben die, hä? Das sind die Anschriften von den Dingern. Wir haben keine Anschriften an dem Wagen. Ach doch, da. Der ist schwach. Aber auch nicht die Anschriften, die wir eigentlich brauchen. Guck mal da. Haben wir unser Bremssystem, ansonsten haben wir hier nichts. Das ist natürlich doof. Naja, konzentrieren wir uns mal aufs Fahren. Besser, wenn wir nach vorne rausgucken. Kommen ja ein paar Geschwindigkeitswechsel auf dem Weg nach Freiberg. Hm? Ah, das geht hier hoch. Okay. Ja. Habe ich schon gewundert, warum wir jetzt hier, wo wir jetzt hier rumfahren, dann wird das Haar wohl für einen Güterbahnhof oder so gestanden haben. Was haben wir hier? Eine 120. Das Ding hier tatsächlich ein Güterbahnhof. Cool. Gar nicht gesehen. Noch gar nicht beachtet. Dann war das wohl das Haar tatsächlich dafür, dass wir hier durch einen Güterbahnhof fahren. Muss ja nicht immer unbedingt ein Buchstabe sein, der Sinn ergibt. Es kann auch andere Buchstaben sein, die dort anstehen. Ergibt natürlich Sinn, wenn man es so macht, dass man Buchstaben benutzt, die auch dann entsprechend einen Bahnhof oder so bezeichnen. Aber naja. Eisenbahn und so, ne? Eigentlich eine ganz schöne Nummer, dass man hier als Güterzug so ein bisschen an den Regionalbahnen erstmal vorbeifährt. Aber wir wissen ja, dass das gleich vorbei ist. Denn Taranta-Rampe ist ja nur zweigleisig ausgebaut. Aber zumindest mal elektrifiziert. Runterrollen lassen. Zugbeeinflussung. Nicht so viel Zugkraft. Leute, ich wieder. Das wollen wir ja nicht. Eine 60. Zugbeeinflussung. Betieren wir mal, dann bremsen wir mal langsam runter. 28 Sekunden haben wir. Das sollte die E-Bremse eigentlich hinbekommen.
dass wir unter die 70 kommen in den 28 Sekunden. Und auch die 60 sollte die E-Bremse hinbekommen. So, da wird das Ganze nochmal wiederholt. Zugbeeinflussung. Mal auslösen. Und wieder aufschalten. War nicht so viel wieder. Sonst meckert er gleich wieder. Dann mal gucken, wo ich hier ein Thumbnail mache. Ich glaube nämlich, die Gegend hier ist eine ganz schöne Gegend, um sowas zu machen. Ja, von hinten mal. Komm. Oh ja, das wird ein sehr schönes Bild. Ach so. Ja, ich drücke ja schon. Letzte Zeit versuche ich immer ein bisschen was Außergewöhnlicheres zu machen, was die Thumbnails betrifft. Relativ einfach das Szenario. Und die nächste Geschwindigkeitsänderung. Eine 70. Ne, eine 60 sogar auf unserem Gleis. Ach, das ja, an die 60 erinnere ich mich doch. Dann wollen wir das mal mit der AFB regeln hier. Eigentlich bremst man so natürlich nicht. Ne? In der Realität würde ich natürlich vernünftig mit der E-Bremse und der Luft bremsen und nicht die AFB dafür benutzen. Die AFB ist bei mir ein Nachläufer, also die schalte ich erst hinterher, wenn ich die Geschwindigkeit dann erreicht habe, die ich als nächstes fahren möchte. Dann würde ich die AFB erst runterregeln. Aber das Spiel macht uns das relativ einfach. Ja, jetzt kämpft er. Promille. Bisschen Sand mit dazu. Da könnte ich jetzt die AFB ausmachen, dann wäre das ein bisschen einfacher, da hochzufahren. In der Situation ist die AFB eher hinderlich. Aber es funktioniert ja. Sifa. Weiß noch nicht, was ich als Thumbnail nehme nachher, aber das hier ist auch ein schönes Bild. Weiter weggehen würde. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Oh ja, das gefällt mir. Die Häuser im Hintergrund. Wir gucken mal nachher, was ich überhaupt nehme. Fotos kann man ja nie genug machen. Drücken wir die Sifa wieder. Jetzt müssen wir Obacht geben, dass er nicht wieder läutern.
Und wieder 25 Promille. Wird nicht besser. Diesen Zettel so cool, weil das da oben diese Schriftart, das ist ja so richtig aus den 90ern. Das haben wir früher mit Word gemacht. In der Grundschule. Aber wenn gar nichts mehr geht, AFB ausmachen und dann von Hand da hochfahren. Aber das sollte eigentlich machbar sein hier. Schneller wird er auf jeden Fall mal. Bin mal wieder kurz ins Schleudern gekommen. Das ist schon sehr krass, die Taranta-Rampe. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass mich die Schneeflugsymbole echt nerven. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber das ist echt nervig, dass die verkehrt eingebaut sind. Mal im Gegengleis gucken, was da steht. Eine 80, die waren wir ja hier schon. Also noch nicht mal 70 sind wir hier sogar unterwegs. Und dann können wir jetzt mal wieder eine Runde Schwung nehmen hier. Mal ganz nett, wenn unterwegs mal so ein gerades Stück kommt. Und dann dürfen wir sogar auf 90 beschleunigen gleich. So, jetzt merkt man auch direkt die Kraft der Doppeltraktion. Ja, zweimal 6400 kW jetzt zur Verfügung. Aber die kW bringen wir uns halt nichts, wenn wir die Reibung nicht auf die Schiene bringen. Ja, das ist auch immer nochmal ganz wichtig zu berücksichtigen an der ganzen Geschichte. Also auch, warum die Vectron für so ein Wetter nicht so gut geeignet ist, sage ich jetzt mal. Also die Vectron ist ja eine gute Lokomotive, die funktioniert ja auch. Aber die hat halt das Problem, dass sie die Fahrmotoren computergesteuert selber abschalten kann. Abschaltet, wenn die merkt, dass sie am Schleudern ist oder die Kraft dann halt in dem Moment einfach nicht braucht. Und das ist an so einer Bergfahrt, ist das denkbar ungeeignet, wenn eine Lokomotive die einfach mal eine Achse abschaltet, weil wir dann ja nur noch auf drei Achsen die Reibung erzeugen können. Da ist bei der Vectron, fehlt für mich da so ein Knopf, wo ich sagen kann, ich als Lokführer, ich fahre jetzt hier irgendwo, wo es ein bisschen steiler ist, ich will das gerne mal ausmachen, vorübergehend. Meine Energieeffizient hin oder her hat aber auch keinen Sinn, wenn ich irgendwo an der Steilstrecke stecken bleibe. Ja, auf 40 kN Zugkraft.
Weit haben wir es nicht mehr. Ist ja schön gefunden, wenn wir irgendwo nochmal hätten stehen bleiben müssen für eine Überholung von 612 zum Beispiel. Die ja eigentlich das Paradepferd hier auf der Strecke ist. Oder der Paradezug in diesem Fall. Also wir wieder ein bisschen schneller fahren. 5 Promille geht's bergauf. Jetzt mal nochmal richtig schön Schwung nehmen. Aber so viel Berg kommt ja jetzt nicht mehr. Ich glaube, Freiberg ist auch der Ort, an dem die Rampe so ziemlich aufhört. Sogar leicht bergab hier. Wie heißt der Bahnhof hier? Das ist... Kann ich nicht lesen. Ist mir auch egal, wir sind ja ein Güterzug. Wir wissen, dass wir nach Freiberg wollen und dann fahren wir da auch hin. Und 120 erlaubt. Jetzt braucht die E-Bremse ein bisschen Unterstützung. Ja? Das ist energieeffizientes Fahren. Ich lasse ihn jetzt einfach den Berg runterrollen. Jede Fingerbewegung geht auf die Kondition. Da wollen wir es ja nicht übertreiben mit. Die 90 auch mal fahren. Die 100. Wenn ich jetzt Anschrift an einem Wagen hätte, dann hätte ich euch sagen können, ob ihr die 120 auch mal fahren wollt. Weil ich ja zumindest mal an den hinteren keine Anschrift habe. Mal an die vorderen gucken, ob wir da Anschriften haben. Ja, das sieht doch schon besser aus hier. Die werden in Deutschland aber auch nur auf 100 zugelassen. Da haben wir keine Chance. Hey, 120 tatsächlich, da. Wo habe ich denn geguckt? 20 ist das Ding zugelassen. Bringt uns halt nichts, wenn wir auf der anderen Seite nicht wissen, wie schnell die anderen Dinger fahren dürfen. Ah, 8,5 Kilometer noch. Zugbeeinflussung.
So, jetzt muss ich bremsen hier. Oh, jetzt bin ich ein bisschen abgelenkt gewesen, weil mein Telefon nebenbei jetzt auch noch geklingelt hat, weil ein Kollege mal kurz eine Info brauchte. Aber müssen wir richtig in die Eisen gehen, sonst wird das mit den 28 Sekunden hier nichts. Ah, das ist... Ich bin ja immer so ein bisschen dazu geneigt, den Azubis, die wir so zu haben, immer auch wieder nochmal ein bisschen so zu helfen, wenn die frisch ausgelernt sind, dass die dann bei Sachen, die sie nicht hundertprozentig wissen, mich nochmal anrufen können und nachfragen können. Da, deswegen ist mein Telefon eigentlich auch immer an, auch wenn ich frei habe. Kommen auch teilweise sehr dumme Fragen bei raus oder bei mir an. In diesem Fall war es jetzt gar nicht so dumm. Aber, ja, ich helfe da ja gerne. Ein frisch ausgebildeter Lokführer, der kann auch nicht alles wissen. Gibt ja auch immer noch viele Besonderheiten. Aber jetzt bin ich wieder für euch da. Die 3,8 Kilometer fahren wir da noch. Mini Flauschi und Mutti Flauschi gehen jetzt ins Kino. Und ich werde für euch hier noch weiter Content produzieren, damit ihr dann die 3 Tage, die ich ab morgen wieder arbeiten muss. Also heute ist Samstag, wo ich das hier aufnehme. Jetzt ist ja schon Montag. Das heißt, morgen noch einen Tag arbeiten und da müsst ihr dann auch noch was haben. Und das wird dann sehr wahrscheinlich die 612. Nee, das hier ist die Dienstagfolge, ne? Oh, dann brauche ich ja gar nicht mehr aufnehmen. Bin ich ja durch. Cool. Nein, ich werde natürlich noch was weiter aufnehmen. Die 612 wollen wir ja auch noch abschließen. Das letzte Szenario. Das geht relativ lange, 85 Minuten. Oh, hier könnte ich eigentlich auch mal ein Bild machen. Das ist ja so meine Lieblingsstelle von der ganzen Strecke. Der Seite. Ne, müssen wir mehr machen, ne? Ah, scheiß Strommasten im Weg. Ah, das wird kein. Das ist kein schönes Thumbnail. Egal, komm. Wir lassen die Thumbnails jetzt nochmal Thumbnail sein. Normalerweise muss ich jedes Szenario zweimal spielen und mir meine Fotolocation dann raussuchen und dann da nochmal hinfahren und sagen, da mache ich jetzt das Thumbnail. Aber nee, dann, das wäre zu viel Aufwand. Da hätte ich weniger Zeit, um irgendwelche anderen Sachen hier zu bewerkstelligen. Das wollen wir auch nicht. So, jetzt könnte ich natürlich auf die 90 rauf beschleunigen, aber da wir jetzt ja nach Freiberg kommen und dort vorne sehr wahrscheinlich eine 60er Einfahrt sein wird, weil wir so ja auch in dem der Einführung rausgefahren sind aus Freiberg, lohnt sich das für den Hochbeschleunigen gar nicht mehr. Auch da wieder Energieeffizienz und so. Zugbeeinflussung. So, die Zugbeeinflussung einmal mitnehmen. Ihr Service hier im Railpool. Flexibility for... Ja, Railpool, ne? Ein großer Lokvermieter. Die haben alles im Programm. 151, 155 haben sie von der DB gekauft. Die haben die 185, 86, 87. Der Railpool ist auch, glaube ich, der größte Trucksabnehmer in Europa. Ich glaube, meine Vectrons hätten sie inzwischen auch bestellt. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich habe noch keine Railpool-Vectron gesehen. Zumindest erinnere ich mich nicht dran. 186er, die sehe ich hier auf der Achse, auf der ich unterwegs bin, immer ganz viel von Railpool. Lineas hat auch ganz viel von Railpool. Lineas ist so das belgische Pendant zur SBB Cargo International oder Deutschland. Also die versuchen halt europaweit Verkehr Bahn und das ist halt ein Unternehmen der belgischen Staatsbahn. So, halt erwarten. Und dann sind wir wieder in Freiberg, wo wir uns ja die letzten 2 Tage dann relativ viel aufgehalten haben. Erstmal mit der V60 Einführung, V60 Szenario, mit der 185 waren wir hier und jetzt auch wieder mit der 185. Aber sehr unspektakuläres Szenario, muss man dazu sagen. Einfach ankuppeln, losfahren, ab dafür. Aber zumindest mal Doppeltraktion. So, dann wollen wir mal langsam anfangen zu bremsen. Schweizer Bremskonzept halte ich jetzt mal hier nicht ein.
Geht's ja erstmal noch den Berg hoch. Da müssen wir nur noch an den 500-Hertz-Magneten nachher denken. Hat er da vorne SA1 gestellt? Das sieht so aus. Da hinten leuchtet irgendwas Weißes an dem Roten. Na, da kommt der 500er. Türfreigabe. Oh, diese Türfreigabe. Ich will mich da nicht dran gewöhnen. Oh, noch 30 Meter. So, dann stehen wir hier. Mal abkuppeln. Gute Arbeit. Wir können die Waggons zum Sortieren hier lassen. Kuppeln sie ab und stellen sie dann die Loks weg. Ab. Machen wir auch noch. Mal abkuppeln. Ich bin zu schnell fürs Spiel an einigen Stellen. So, und dann sollen wir jetzt da vorne drüber fahren. Jetzt wieder als Rangierfahrt, ganz wichtig, im Hinterkopf behalten, 25 mph. Und beim Vorbeifahren am Haltzeigenden mit der eingeschalteten PC natürlich auch die Befehlstaste. Hallo? Was ist dein Problem jetzt? Achso, die AFB habe ich noch an, ja. Jetzt nicht mehr, so. Beobacht, ne? Wechselblinken, 500 Hertz Magnet, maximal 25. Dann drücken wir mal die Befehlstaste. Und sie funktioniert. Ich liebe es. Ich liebe es, dass diese Befehlstaste hier funktioniert. Es ist... Ah, ich liebe es. So, wo fahren wir denn hin? Machen wir nochmal Kopf. Meint. Wir werden die Lokomotiven ja nicht da auf dem Gleis stehen lassen, oder? Nein. Nach 5508 fahren wir raus. So, beim Wechseln in einer Doppeltraktion lege ich jetzt den hier nach vorne, mache den hier auf Vollbremsstellung, den nach vorne, dann sperre ich das Führerbremsventil ab und jetzt sollte der normalerweise die Bremse halten. Den hier in lösen, damit wir auch nachher wegkommen, dann ziehe ich den Schlüssel hier raus. Nein, jetzt habe ich das Führerbremsventil. Ja, ne? Nee. Gut, und dann gehe ich auf die andere Lokomotive. So, Zugspitze, Zugschluss, wäre in diesem Fall jetzt egal, wir sind ja in der Rangierfahrt. Ich fahre aber immer mit zwei Zugspitzen. Das heißt, ich würde jetzt hier einsteigen, diesen da aktivieren. So, den hier in Vollbremsstellung, weil wir ja hinten immer, nicht, so, Bremse. So, zack, bumm. Ist der Hauptschalter wieder rausgeflogen. Warum? Böses Notbremse. Störung. So, Signal war offen, habe ich gesehen. Den in Lösen stellen. Und dann wollen wir mal wegrangieren. So, da behalten wir an. Ich nehme gleich bestimmte Zwangsbremse, weil ich vergessen habe, hinten die Siefe auszumachen. Dürfen wir am Ende hier zumindest noch mal ein bisschen rumrandalieren mit der Doppeltraktion.
Das haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht. Warum ich übrigens das mit der Bremse mache, wenn ich den, die Lok wechsle, also auf den anderen Führerstand von der zweiten Lok gehe, ist, weil bei der 185 bzw. 482 kommt es vor, dass die Federspeicher nicht erkennt, wenn man sie auf dem führenden Fahrzeug gelöst hat, dann kann es passieren, dass das hintere Fahrzeug nicht mitlöst. Daher mache ich das über die Luft. Ja, der Zug ist dann ja, also die Lokomotive ist ja dann ausreichend gesichert. Sonst passiert dasselbe wie dem Kollegen, den ich mal in der Schweiz gesehen habe. Gut gemacht. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten. Ja, die 185, das ist das vorletzte Szenario gewesen. Die 612 kommt jetzt noch einmal. Und dann sind wir mit Tarant eigentlich erstmal durch mit der Taranta-Rampe. Werden uns dann in den nächsten Tagen mit anderen Strecken beschäftigen müssen dann. Aber es sind ja noch genug Szenarien offen. Wenn ich die jetzt gleich, die ich heute alle aufgenommen habe, das müssten 5 Stück sein, dann dürften es noch 62 offene Szenarien sein auf allen anderen Strecken. Also da ist noch mehr als genug zu tun. Also 2 Monate Videomaterial habe ich mindestens mal für euch noch. Und ich gehe mal davon aus, dass demnächst nochmal neue DLCs rauskommen. Also da, Obacht. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, ihr ein bisschen was gelernt habt, dann lasst doch gerne einen Daumen da. Ihr dürft den Kanal natürlich sehr gerne abonnieren. Da freue ich mich gerne immer drüber. Nicht gerne drüber, sondern ich freue mich einfach drüber so rum. Und ihr dürft natürlich die Glocke aktivieren, verpasst ihr die Folge mehr. Der Discord ist auch noch da. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und Kommentare werden wie immer von mir persönlich beantwortet. In dem Sinne euch jetzt noch einen schönen Abend und von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.